Die Behandlung des verstauchten Knöchels nach dem Faszien-Distorsionsmodell. Sinnvolle Tests für das Sprunggelenk sind Gehen, Zehenstand und Zehengang, Fersenstand und Fersengang, Stehen und Gehen auf dem Außenrist, in die Hacke gehen, Treppensteigen, Laufen und Springen. Im Wesentlichen führen drei Verletzungsmechanismen zu einem verstauchten Knöchel. Man kippt mit dem Fuß ab, man stolpert über eine Stufe oder bleibt mit dem Fuß hängen, während sich der ganze Körper weiter bewegt. Kontinuum- und Triggerbanddistorsionen verursachen häufig Schwellungen lateral am Knöchel. Dagegen können Faltdistorsionen zu einer Schwellung des gesamten Knöchels führen. Achtung! Eine starke Schwellung des ganzen Knöchels kann auf eine Fraktur hinweisen. Patienten mit einem Triggerbandknöchel erwähnen häufig ein Knallen. Faltdistorsionen werden häufig durch Sprünge ausgelöst. Körpersprache des Patienten mit einem verstauchten Knöchel. Patienten mit einem Triggerband erwähnen einen ziehenden Schmerz am Unterschenkel. Sie streichen mit mehreren Fingerspitzen entlang einer spezifischen Linie. Bei einer Entfaltdistorsion wird der Schmerz als tief im Gelenk beschrieben. Entfaltdistorsionspatienten umgreifen den Knöchel mit der Hand. Bei der Einfaltdistorsion wird der Schmerz ebenfalls als tief im Gelenk beschrieben. Einfaltdistorsionpatienten umgreifen den Knöchel ebenfalls mit der Hand. Sie reiben aber zusätzlich noch mit den Fingern quer über den Knöchel. Bei jeder Knöchelverstauchung findet man immer anterior des Knöchels Kontinuumsdistorsionen. Sehr häufig kommt es auch lateral des Knöchels zu Kontinuumdistorsionen. Bei der Therapie der Kontinuumdistorsion am Knöchel ist zu beachten, dass nach Korrektur einer evertierten Kontinuumdistorsion 24 Stunden danach kein Thrust gegeben werden sollte. Triggerbänder werden am Knöchel meist von proximal nach distal behandelt. Man beginne an der Sockellinie oder im Zweifel etwas.